In unseren bisherigen Videos haben wir ja schon ganz viel darüber gesprochen, ab wann Therapie sinnvoll ist. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie findet man eigentlich eine leistbare und passende Therapie für sich selbst? Und genau dieser Frage werden wir in diesem Video nachgehen. Wir sind Julia und Dominik von Anima Mentis und wir freuen uns, dass du heute wieder dabei bist. Die meisten von uns gehen auf Google, um nach einer Therapie zu suchen. Ganz normal. Google spuckt uns dann aber eine riesige Informationsflut aus und das kann ganz oft überwältigend sein. Deswegen haben wir ein paar andere Ideen dazu. Also Julia, du hast ja gerade gesagt, wir haben so ein paar Ideen, wie wir euch dabei helfen können, den richtigen Psychotherapeuten, richtige Psychotherapeutin oder jemanden aus der klinischen Psychologie zu finden. Dementsprechend schauen wir uns das mal an. Also dann schauen wir uns mal an, was wichtig sein könnte bei der Auswahl einer Psychotherapeutin. Wichtig ist, für wen ihr einmal diese Therapie sucht. Das heißt, was ist denn euer Anliegen, was wollt ihr besprechen? Und dementsprechend könnt ihr vielleicht auch schon eine Psychotherapeutin im Internet finden oder wird euch empfohlen, die einen passenden Schwerpunkt hat. Zum Beispiel, wenn sich eine Psychotherapeutin auf affektive Störungen spezialisiert hat, also auf depressive Symptomatik oder Angstsymptome oder Panikattacken, oder auf Persönlichkeitsstörungen etc. etc., dann ist es vielleicht doch schon mal ein erster Vertrauensvorschuss, den ihr da geben könnt, wenn das dann schon geschrieben ist, wenn die Person Ausbildungen in die Richtung hat und sich einfach mal gut auskennt und ihr dieses Vertrauen dem Psychotherapeuten, der Psychotherapeutin auch gegenüberbringen könnt. Ein zweiter wichtiger Faktor bei der Auswahl der Psychotherapeutin ist, wie eure finanzielle Situation ausschaut. Es ist leider noch immer ein Faktum, Psychotherapie kostet meistens. Es gibt rare Plätze, also ganz wenige Plätze, die kassenfinanziert sind, aber die gibt's. Das heißt, es gibt verschiedene Institutionen, die Psychotherapie entweder auf Krankenkassenfinanzierung anbieten oder die einen sehr geringen Sozialtarif verlangen. Das heißt, so zwischen 10 und 30 Euro bekommt ihr auch schon Psychotherapie. Ihr müsst euch dabei überlegen, was will ich, was sind meine örtlichen Gegebenheiten, wo kann ich hin und wo fühle ich mich auch gut aufgehoben, was passt für mich. Das ist ein ganz wichtiger, essentieller Faktor. Wenn die Krankenkasse euch die Psychotherapie zahlen soll, in Österreich ist es so geregelt, dass ihr entweder eine Vollfinanzierung bekommt, das heißt, bitte informiert euch bei dem Psychotherapeuten, der Psychotherapeutin eurer Wahl, ob diese solche Krankenkassenplätze anbieten kann und ob gerade welche frei sind. Wenn nicht, manchmal besteht die Möglichkeit, euch auf eine Warteliste setzen zu lassen. Eine zweite Möglichkeit besteht darin, dass ihr das Honorar des der Psychotherapeutin einfach bezahlt und im Nachhinein könnt ihr die Honorarnote einreichen und man bekommt einen gewissen Satz des Honorars pro Einheit von der Krankenkasse refundiert. Dabei ist es wichtig, passt bitte auf, nach der ersten Einheit, also zwischen erster und zweiter Einheit, müsst ihr unbedingt zum Hausarzt gehen und euch Psychotherapie verschreiben lassen, sonst übernimmt die Krankenkasse nämlich nicht eure Kosten. Manchmal steht ja dann auch bei Psychotherapie noch eine Schule, wie zum Beispiel Verhaltenstherapie oder Psychoanalyse, Tiefenpsychologie dabei. Wie wichtig ist denn das bei der Auswahl einer Psychotherapeutin oder eines Psychotherapeuten? Also im Prinzip können alle Psychotherapeutinnen der verschiedenen Schulen, also das ist einfach eine verschiedene Ausbildung, aber alle sind Psychotherapeutinnen. Das heißt, alle können diagnostizieren und alle können therapieren. State of the art, also so wie es gehört und so wie es nachgewiesen, wissenschaftlich nachgewiesen, effektiv auch ist. Das heißt, aber vielleicht könnt ihr durchaus nachfühlen, weil die verschiedenen Schulen haben schon verschiedene Herangehensweisen. Aber ein Psychotherapeut ist nicht immer nur jetzt starr auf seine Schule, sondern bildet sich natürlich weiter und integriert auch sehr viele Elemente von anderen Dingen. Aber da schaut am besten auf der Website vorbei und meistens sollten die PsychotherapeutInnen ihr Menschenbild und ihren Zugang erklärt haben. Und schaut mal, was für euch da gut passt. Also jetzt werden wir noch ganz praktisch. Julia, du hast vorher an den ZuschauerInnen versprochen, es gibt auch praktische Tipps, die wir ihnen geben können. An was hast du denn da gedacht? Also anstatt auf Google einfach nur Psychologie oder Psychotherapie einzugeben, gibt es tatsächlich auch bestimmte Suchmaschinen, die helfen, eben Therapeutinnen und Therapeuten zu finden.
Wir haben das zum Beispiel auf www.schreibenstattschweigen.at gut für euch zusammengefasst und packen euch den Link auch noch in die Videobeschreibung. Und hast du noch andere Tipps? Ein spezieller Tipp wäre zum Beispiel, ihr könnt jetzt bei den einzelnen Bundesverbänden nachschauen. Die Bundesverbände listen sehr gut die einzelnen PsychotherapeutInnen, deren Spezialisierungen und deren Herangehensweise. Zum Beispiel bei PsychologInnen wäre das der BÖP oder bei PsychotherapeutInnen der FÖP oder der ÖBVB. Auch hier haben wir bei schreibenstattschweigen.at die verschiedenen Adressen aufgelistet. Also das ist einfach auch ein sehr komplexes Thema und es ist ganz klar, wenn man sich dann nicht gleich zurechtfindet. Dementsprechend, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr mehr wissen wollt, dann lasst gerne einen Kommentar da. Wir werden versuchen, schnell zu antworten und euch da richtige Informationen zu geben. Wenn euch das Video gefällt, lasst das Like da und wir freuen uns, euch beim nächsten Video zu sehen.